Kommt nicht näher. Haltet ein. Ich überbringe eine Botschaft, keinen Stahl. Ihr bringt die Kapitulationsbedingungen? Das wurde auch Zeit. Nein, ihr missversteht. Al-Mualem sandte mich, nicht Salah al-Din. Ein Assassine? Was hat das zu bedeuten? Und sputet euch! Es gibt einen Verräter in eurer Mitte. Er hat euch gedungen, mich zu meucheln? Und euch daran zu weiden, bevor ihr zustoßt? Ich bin kein so leichtes Opfer. Nicht ihr seid mein Ziel. Er ist es. Dann sprecht, dass ich mir ein Urteil bilde. Wer ist der Verräter? Könnten wir das Problem muss abstechen? Robert de Sade. Mein Adjutant. Er sinnt auf Verrat. Ihr findet dafür andere Worte. Ihr sinnt auf Rache gegen eure Leute für das Übel, das ihr in Akkon angerichtet habt. Und ich neige dazu, ihn zu unterstützen. Einige meiner besten Männer wurden von euch ermordet. Ich war es, der sie tötete, und aus gutem Grund. Hört mich an. Wilhelm von Montferrat. Er wollte Akkon mit seinen Truppen erobern. Garnier von Nablus. Er setzte seine Fertigkeiten ein, um andere zu indoktrinieren und manipulieren. Siebrand. Er wollte den Hafen blockieren, euch vom Nachschub aus eurer Heimat abzuschneiden. Sie haben euch betrogen und sie erhielten ihre Befehle von Robert. Erwartet ihr, dass ich euren Worten Glauben schenke? Ihr kanntet diese Männer besser als ich. Seid ihr ernstlich überrascht, von ihren üblen Absichten zu erfahren? Ist das wahr? Mein Lenzherr, der Mann ist ein Assassin. Diese Kreaturen sind Meister der Manipulation. Natürlich ist es nicht wahr. Ich habe keinerlei Grund zu lügen. Und doch tut ihr es. Fürchtet ihr etwa um eure kostbare Festung? Kann sie der gemeinsamen Macht der Sarazenen und der Kreuzfahrer widerstehen? Meine Sorge gilt den Bewohnern des Heiligen Landes. Wenn ich mich opfern muss, um Frieden zu stiften, dann soll es geschehen. Wir befinden uns hier in einer sehr seltsamen Lage. Jeder beschuldigt den anderen. Wir haben keine Zeit für so etwas. Ich muss Salada treffen und uns seiner Hilfe versichern. Je länger wir zögern, desto schwerer wird es. Wartet, Robert. Warum? Was habt ihr vor? Sicher wollt ihr das nicht glauben. Eine schwere Entscheidung, die ich nicht alleine treffen kann. Ich muss sie jemand Weiserem überlassen. Danke. Nein, Robert, nicht euch. Wem sonst? Dem Herrn. Es soll durch einen Zweikampf entschieden werden. Gott steht sicher auf der Seite dessen, der die Wahrheit spricht. Wenn das euer Wunsch ist? Das ist es. So sei es. Zit Blanc, Assassin. Zweikampf? Nicht Zehnkampf? Ich dachte Zweikampf. Jetzt kämpfen wir hier gegen 10 Leute. Okay, dann bleiben wir erstmal defensiv, bis wir seine ganzen Volksleute hier ausgeschaltet haben. Ich denke, 2 Konter brauchen wir. Ne? Ganz im Ernst, ist das für den ein fairer Zweikampf? Ach, da kommt ein neuer dann dazu. Na super. Müssen wir die jetzt alle, wie sie hier rumstehen, ausschalten? Warte mal. Robert steht da hinten. Und. Wartet mal. Robert steht da hinten. Und der König ordnet einen Zweikampf an. Heißt Duell auf Leben und Tod. Und wir kämpfen gegen Roberts Soldaten. Das macht total Sinn für einen Zweikampf. Bin die Rache Gottes! Autsch! Gott ist mit mir, du hast es noch nicht gesehen! Ja gut, wenn er mit dir wäre, dann wäre jetzt nicht die Hälfte der Leute tot. Sind wir doch mal ehrlich. Stell dich seinem göttlichen Urteil! Ja, dann schauen wir mal, inwiefern du recht mit deiner... Mann, wir brauchen hier... So, wie ging der Schritt? Zack. Ich
Schritt. Komm. Schritt ran, weg. Er ist weg. Schritt ran, weg. Der Spieler ist vorbei. Jetzt kommt Robert raus, der Feigling. Lässt erstmal seine Soldaten sterben, bevor er sich darum kümmert. Genau damit habe ich eigentlich gerecht. Eigentlich wollte ich. Also was? Ich wollte eigentlich zur versteckten Klinge wechseln. Nein, die machen so. Lass mich erstmal ganz kurz regenerieren. Ich gehe nicht so sonderlich gerne Risiken ein. Also. Ich bin noch nicht tot, ne? Das kann jetzt die Klinge geben. So, warum ich jetzt auch immer das Kurzschwert hatte. Es ist vollbracht. Eure Pläne, wie auch ihr selbst, aufgehalten. Ihr wisst nichts von den Plänen. Ihr seid eine Marionette. Er betrog euch, mein Junge, so wie er mich betrog. Drückt euch klar aus. Oder gar nicht. 9 Männer solltet ihr töten, ja? Die 9, die das Geheimnis des Schatzes kannten. Und weiter? Es waren nicht 9, die den Schatz fanden, Assassine. Nicht 9. 10. Ein 10. Niemand darf das Geheimnis kennen und leben. Gib mir den Namen. Oh, ihr kennt ihn gut. Und ich bezweifle, dass ihr sein Leben so willig beenden würdet, wie das meine. Wer? Es ist euer Meister, Al-Mualim. Aber er ist kein Templer. Habt ihr euch nie gefragt, woher er so viel weiß? Wie viele wir waren? Wo wir sind? Wonach wir trachteten? Er ist der Meister. Oui, Meister der Lügen. Wir sind nur 2 weitere Bauern in seinem Spiel. Und nach meinem Tod bleibt nur ihr. Ob ihr wohl überlebt, bei allem, was ihr wisst? Mich interessiert der Schatz nicht. Ah, aber ihn schon. Der einzige Unterschied zwischen ihm und mir ist, dass er nicht teilen will. Nein. Ironisch, oder? Dass ich, euer größter Feind, euch vor Schaden bewachte. Und nun nehmt ihr mein Leben und beendet damit zugleich das eure. Gut gekämpft, Assassine. Es scheint, Gott stand heute auf eurer Seite. Gott hatte damit nichts zu tun. Ich war der bessere Kämpfer. Vielleicht glaubt ihr nicht an ihn, aber er glaubt an euch. Bevor ihr geht, habe ich eine Frage. Dann stellt sie. Warum? Warum reist ihr so weit? Riskiert euer Leben wohl 1000 Mal, um einen einzelnen Mann zu töten? Er bedrohte meine Brüder und das, wofür wir stehen. Ah, Vergeltung also? Nein, nicht Vergeltung. Gerechtigkeit, um dem Frieden den Weg zu bereiten. Ach, dafür kämpft ihr. Frieden? Seht ihr nicht den Widerspruch? Mit einigen Männern kann man eben nicht reden. Wie mit diesem tollen Hund Saladin. Mich dünkt, er würde ebenso gerne diesen Krieg beenden wie ihr. Das hörte ich. Aber ich sehe es nicht. Auch wenn er es nicht sagt, es ist Volkes Wille. Sarazener wie Kreuzfahrer. Das Volk weiß nicht, was es will. Deshalb wendet es sich an Männer wie uns. Dann liegt es an Männern wie euch, das Rechte zu tun. Unsinn. Von Geburt an schreien und treten wir. Gewaltsam und unberechenbar. So sind wir halt. Und können es nicht ändern. Nein, wir sind, was wir zu sein wählen. Euresgleichen. Immer spielt ihr mit Worten.
Ich spreche die Wahrheit. Es steckt keine Finte dahinter. Das werden wir bald sehen. Doch ich fürchte, euer Wunsch wird sich heute nicht erfüllen. In diesem Moment streckt dieser Heide Saladin meine Männer nieder und ich muss ihnen beistehen. Aber wenn er erkennt, wie verletzlich er ist, überdenkt er seine Taten vielleicht. Ja, vielleicht ist bald möglich, wonach ihr euch seht. Ihr wart nicht sicherer als er. Vergesst nicht. Die Männer, die an eurer Stadt regierten, sie hätten euch nicht länger gedient als unbedingt erforderlich. Ja. Dessen bin ich mir bewusst. Dann verlasse ich euch jetzt. Mein Meister und ich haben viel zu bereden. Es scheint, auch er ist nicht ohne Fehl. Er ist ein Mensch. Genau wie wir alle. Genau wie ihr. Friede sei mit euch alle Zeit. Ich bin mal gespannt, was Al-Mualim dazu sagt. Was sagt der Aufstehen, verdammt? Ich will wissen, wie es weitergeht. Hallo! Oh nein. Anscheinend haben uns ihre Assassinenfreunde gefunden. Was? Wie haben sie das gemacht? Moment, ich weiß nicht, wovon sie reden, aber was immer da unten vorgeht, es hat nichts mit mir zu tun. Sie sind wegen Ihnen hier. Und ich habe Sie sicher nicht eingeladen. Wie ist die Lage da unten? Wir stehen unter schwerem Beschuss. Kommt ihr damit klar? Oder muss ich den Gefangenen evakuieren? Sind nur 5 oder 6. Wir sind in der Überzahl. Ein paar Verwundete, aber wir kommen klar. Wir kriegen das in den Griff. Verdammt nochmal, Desmond. Konnten Sie das nicht lassen? Ich sagte doch, ich habe damit nichts zu tun. Wie hätte ich Kontakt aufnehmen sollen? Telepathie? Kommen Sie! Ist auch egal. Sie werden bald tot sein. Hier, hören Sie zu. Bedrohung ausgeschaltet. Sieht aus, als würde die Kavallerie nicht kommen. Weiß nicht, Doc. Vor einer Minute sind sie noch ausgeflippt. Sind Sie hier doch nicht so sicher, wie Sie dachten? Meinen Sie, die kommen mit Verstärkung zurück? Das glaube ich nicht, Desmond. Was Lucy versucht, ihnen zu sagen, ist, dass es keine Assassinen mehr gibt, die zurückkommen können. Wir waren sehr erfolgreich im letzten Jahr, haben eure kleinen Enklaven ausgeräuchert, eure Wüstenkommunen und was auch immer. Ich fürchte, sie sind ganz allein. Ruhen Sie sich aus. Wir bringen das morgen zu Ende. Also ganz im Ernst, das ist so mies. Ich will wissen, was Al-Mualim jetzt dazu sagt. Mann, das finde ich jetzt so gemein. Och, Mann. Ich will doch wissen, wie sich das Ganze jetzt auflöst. Lucy, hast du irgendwas zu sagen? Wahrscheinlich nicht, während der Typ da ist. Hast du mir noch irgendwas zu erzählen? Tut mir leid, Desmond. Er erwähnte die Wüste. Glauben Sie? Nein, sie haben ein Team dorthin geschickt, aber der Ort war verlassen. Ich weiß nicht, wo ihre Eltern sind und kann nicht versprechen, dass sie noch leben. Aber ich glaube, sie konnten fliehen. Danke. Danke fürs Nachsehen. Es ist nicht so schlimm, wie es scheint. Wovon reden Sie? Die haben gerade buchstäblich meine einzige Chance, hier herauszukommen, gekillt. Und dann finde ich heraus, dass die Assassinen fast ausgerottet wurden. Und Gott, ich weiß immer noch nicht, was diese Leute vorhaben. Ich weiß nur, dass sie mich töten werden, wenn sie fertig sind. Ich bin am Arsch! Was soll ich jetzt tun? Haben Sie ein bisschen Vertrauen. Sie sind... Vertrauen Sie. Ruhen Sie sich aus, Desmond. Sie werden die Energie brauchen. Eine Assassinin? Gar nicht müde? Nun gut, dann werden wir uns mal schlafen legen. Das kam unerwartet. Sowas von unerwartet. Lucy, der nächste Morgen. Hoch! Noch früher als sonst, Doc. Ich würde das gerne so schnell wie möglich hinter mich bringen. Wenn Sie es sagen. Seien Sie nicht so niedergeschlagen, Mr. Miles. Heute ist ein historischer Tag, an den man sich noch lange erinnern wird. Einige von uns, zumindest.
Der Rest werde ich nicht erfahren, oder wie? Warum komme ich denn da nicht durch? Nun gut. Ich mal ganz kurz gucken. Oh, Alter. Wie das hier haben. Hier ist Salomons Tempel. Der Verräter und Tamir. Hier haben wir Garnier von Nabulus und den Talal getötet. Obwohl nur Gutwillen vom Unverrat. Majid Adin haben wir hier. Sibarand und den Jubair und Zeit, hier. Das Programm zu starten. Badesablenz immer hier. Gedächtnisabschnitt 7. Und zusätzliche. Was haben wir denn da? Jerusalemkreuze. Ach, hier haben wir die ganzen Sammel. Ach, nein, nein, nein. Wie komme ich da raus? Können wir anfangen, Desmond? Jo. Boah, keine Sammelmissionen. Hier sind so kacke. Wenn Ihnen die Messer ausgehen, füllen Sie Ihren Vorrat in Masyaf auf oder bestehlen Sie einen Gangster. Oh, ich hasse Sammelmissionen wie die Pest. Aber gut, jetzt erfahren wir endlich, was Al-Mualim zu diesen Vorwürfen von Robert de Sable sagt.